Hallo, hallo. So, wir haben schon wieder den letzten Tag im Monat. Ich hoffe, du hast den Juli gut begehen können, was unter anderem was Gescheites bewegen können, machen können. Sorry. Und ja, gerade dieser letzte Julitag, der hat eine stärker erfüllende Wirkung oder Bedeutung mit der 31, passt auch gut zur 7. Das kann also einer der größten Wohlfühltage im Juli sein. Irgendwie diese Zahlen, also das passt sehr gut zusammen. Also dieser Tag hat sehr viel Drive, sehr viel Motorik, Vitalität, das Birk hat sehr viel mit Lebenslust, mit Lebensfreude zu tun, mit Arbeitsgeist machen, tun, vorwärtskommen, erfolgreich sein. Also da kannst du nochmals einiges bewirken, bewegen, entwickeln, vorwärtsbringen. Vor allem sehr wichtig der heutige Tag für die Selbstverwirklichung, für die Persönlichkeitsentwicklung. Ja, dann fehlt noch die Kommunikation. Also als nächstes, so muss ich sagen, kommt dann die Kommunikationszahl, die 38. Das ist eine Polaritätszahl, muss aber nicht deswegen so sein, dass im Gespräch Spannungen oder Unterschiede auftauchen können. Es ist einfach gerade an diesem Tag, 31.07., ist es wichtig, dass man einfach in dem Sinne versucht, im Gespräch flexibel zu bleiben. Also nicht etwas festzusetzen oder festzulegen. Einfach schauen, einfach die Flexibilität, der Fluss, einfach, dass man da jetzt nicht auf eine ganz bestimmte Seite geht. Oder du kannst es auch so sehen, dass du im Gespräch möglichst vieles mit hineinnehmen, also, oder dass im Gespräch möglichst viel inbegriffen ist, sozusagen. Ja. Menschen, die am 31.07. geboren sind, ja, die können ehrgeiziger, erfolgreicher, wirkstarker, charismatischer Natur sein, auf eigenen Füßen stehen, das ist zumindest Aufgabe. Wieder, ich sage es viele Male, das gilt für so viele Menschen, die im Juli oder auch im Mai geboren sind. Natürlich kann das auch auf andere Daten zutreffen, aber besonders eben für diese Monate wichtig, auf eigenen Füßen, Beinen zu stehen, selbst über ihr Leben bestimmen zu können. Also Unterordnung anpassen geht hier nicht. Die brauchen sehr viel Freiheit, sehr viel Unabhängigkeit, sowohl in der Tätigkeit wie auch in der Beziehung. So ist es gut, wenn sie dann eine gesunde Eigenständigkeit an den Tag legen können. Zum Beispiel als Trainer im Entwicklungsbereich, im Persönlichkeitsentwicklungsbereich, aber zum Beispiel auch sonst irgendwie im Kopfbereich. Auch Sie können das auch mit dem Praktischen verbinden. Genau. Ja, dann fehlt noch das Letzte. Also Menschen, die am 31.07. geboren sind, die können zum Beispiel eine kommunikative Verbindung haben mit Menschen, die zum Beispiel an einem 30.08. ja, 30.08. geboren sind oder auf die Tageszahl bezogen, zum Beispiel einen 30.01. Ja, gibt auch wieder 31. Ja, in diesem Sinne, wir haben den Abschluss. Ich wünsche dir schon jetzt einen guten Start dann morgen in den Monat August hinein. Bis bald. Tschüss.